Holz ist ein nachwachsender Rohstoff, der in unseren Breiten in großen Mengen zur Verfügung steht. Im Zuge der Klimadiskussion findet diese heimische Energiequelle zunehmende Beachtung, denn Holz ist ein CO2-neutraler Brennstoff. Es setzt nur jenes Kohlendioxid wieder frei, das die Pflanze beim Wachstum aufgenommen hatte. Fissmann hat deshalb einen Holzpelletkessel entwickelt, der durch Effizienz und Sparsamkeit überzeugt. Der neue Vitoligno 300P. 6 Leistungsgrößen zwischen 4 und 48 Kilowatt ermöglichen stets eine maßgeschneiderte Lösung. Ganz gleich ob Niedrigenergiehaus oder Gebäude mit höherem Energiebedarf. Ein hoher Modulationsgrad sorgt dafür, dass die Brennerleistung immer dem momentanen Bedarf angepasst wird. Und nicht zuletzt ist der neue Vitoligno 300P äußerst komfortabel. Praktisch alles geschieht vollautomatisch, von der Beschickung bis zur Reinigung. Der Brennstoff für den Vitoligno 300P sind sogenannte Pellets, zylindrische Presskörper aus reinem Holz, zum Beispiel gepresste Sägespäne oder Sägemehl. Mittels einer Saugturbine oder Förderschnecke gelangen diese in den Pelletbehälter des Kessels. Durch Nachrutschen gelangen die Pellets zur Zellradschleuse am unteren Ende des Pelletbehälters. Sie sorgt für die exakte Dosierung des Brennstoffes. Außerdem gewährleistet sie eine hundertprozentige Rückbrandsicherung. Komfort und Effizienz wird auch bei der automatischen Zündung großgeschrieben. Die elektronischen Zündelemente verbrauchen deutlich weniger Strom als Heißluftgebläsezündungen. Zudem arbeiten sie wartungsarm, zuverlässig und leise. Die Brennkammer besteht aus hochhitzebeständiger Keramik. Diese speichert die Wärme besonders lange und erleichtert so die Neuzündung der Pellets. Für eine optimale Verbrennung setzt Fissmann auf die Kombination von Flammtemperaturfühler und Lambda-Sonde. Der Flammtemperaturfühler überwacht die Brennstoffmenge und die primäre Verbrennungsluft. Damit werden kontinuierlich die Qualität und die Verbrennungseigenschaften der Pellets berücksichtigt. Abgestimmt auf diese Parameter regelt die Lambda-Sonde den Sauerstoff über die Sekundärluft. Das Ergebnis ist ein effizienter Abbrand sowie eine hohe Betriebssicherheit. Mit einem Modulationsbereich von 100 zu 30% kann der Vitoligno 300P seine Leistung stufenlos an den jeweiligen Wärmebedarf anpassen. Für einen hohen Nutzungsgrad in allen Betriebszuständen sorgt das neue Variopass-Prinzip. Es verkleinert im Teillastbetrieb unter 50% die Heizflächen des Heizgaszuges und passt so die Heizfläche der aktuellen Brennerleistung an. Eine Taupunktunterschreitung wird vermieden und beugt so Korrosion sicher vor. Vor jedem Brennerstart werden die Heizflächen automatisch gereinigt. Das garantiert geringe Verluste und einen hohen Wirkungsgrad. Die Brennkammerreinigung erfolgt in Kombination mit der Wärmetauscherreinigung vor jedem Brennerstart. Dann entfernt der drehbare Lamellenrost alle Verbrennungsrückstände aus der Brennkammer. Sie fallen in die große, zweigeteilte Aschelade, genauso wie die Asche aus dem Wärmetauscher. Zusätzliche Schnecken oder Motoren sind für den Ascheaustrag nicht notwendig. Auch das spart Kosten und Energie. Die Aschelade ist so groß, dass sie normalerweise pro Heizsaison nur 3 bis 4 Mal entleert werden muss. Holzasche ist biologisch vollständig abbaubar und kann auch als Gartendünger genutzt werden. Die beiden Ascheboxen lassen sich einfach aus der Aschelade entnehmen. Vor dem Ausbringen werden die Boxen mit der mitgelieferten Abdeckung verschlossen. Durch die Griffe lassen sich die Ascheboxen komfortabel tragen. Die Konstruktion in Verbindung mit dem großen Wasserinhalt erlaubt einen Betrieb ohne separaten Pufferspeicher. Der Betrieb mit Pufferspeicher wird aufgrund seines positiven Einflusses auf das Betriebsverhalten mit langen Kessellaufzeiten empfohlen. Der Vitoligno 300P kann problemlos in jedes Heizsystem eingebunden werden. Er ist auch für niedrige Rücklauftemperaturen ausgelegt. Eine integrierte Rücklauftemperaturanhebung sorgt dabei für Sicherheit und Langlebigkeit des Kessels. Bei der Kombination mit Fissmann Solaranlagen wird ein Kombi- oder Bivalent-Speicher eingesetzt. Die Regelung der gesamten Anlage erfolgt über die Kesselregelung, in die bereits unter anderem die Solarfunktion integriert ist.
Über das grafikfähige und gut ablesbare Display können alle Daten für Heizkessel, Pelletzuführung, Heizkreise, Speichertemperaturregelung und Zirkulationspumpe eingestellt werden. Die Menüführung mit mehrzeiliger Klartextunterstützung macht die Bedienung besonders einfach und übersichtlich. Fernbedienung und Fernüberwachung ist optional, wie auch bei allen anderen über die Vitocom 100 per SMS möglich. Der Vitoligno 300P setzt mit zahlreichen technischen Innovationen neue Maßstäbe in puncto Komfort, menügeführte Bedienung, automatische Zuführung und Reinigung. Effizienz, hoher Wirkungsgrad, niedrige Abgastemperatur, niedrige elektrische Leistungsaufnahme. Sicherheit, doppelte Absicherung, Variopass, Lamellenrost. Ein Wirkungsgrad von 95% über den gesamten Modulationsbereich und eine besonders niedrige Abgastemperatur begründen seine Spitzenstellung im Markt. Dies hat auch das unabhängige Institut Stiftung Warentest bestätigt. Beim Untersuchungsvorhaben Holzpelletkessel 2009 wurden 10 Holzpelletkessel getestet. Vitoligno 300P ging als einziger Testsieger hervor. Hervorgehoben wurden der besonders hohe Jahresnutzungsgrad, die niedrigen Emissionen sowie die ausgezeichneten Umwelteigenschaften. Da der Vitoligno 300P alle aktuellen Förderrichtlinien erfüllt, kann bei der Anschaffung mit finanzieller Unterstützung gerechnet werden. Selbstverständlich bietet Viessmann auch verschiedene Systeme für die Lagerung, Austragung und Zuführung von Holzpellets. Holzpellets werden üblicherweise als Schüttgut mittels Silowagen angeliefert und in ein Pelletlager eingeblasen. Die verbreitetste Form der Pelletlagerung sind Lagerräume mit Schrägboden. Meist werden sie in Eigenleistung errichtet und sind dadurch sehr kostengünstig. Im Vergleich zu anderen Lagersystemen benötigen sie wenig Platz und lassen sich an die räumlichen Gegebenheiten optimal anpassen. Viessmann bietet hierfür das komplette Zubehör, wie zum Beispiel Befüllkupplungen, Prallplatten und Z-Winkel. Unsere Austragungsschnecken lassen sich variabel an nahezu jede Raumlänge anpassen. Auch die schwenkbare Übergabe von der Raumaustragung zum Fördersystem kann auf die Gegebenheiten vor Ort perfekt abgestimmt werden. Neben Schrägbodenlagerräumen sind Sacksilos eine verbreitete Variante. Sie sind in mehreren Größen erhältlich. Die Aufstellung erfolgt an einem trockenen Ort in oder außerhalb des Gebäudes. Neben der schnellen und einfachen Montage zeichnen sich Sacksilos durch einfache Wartung und Staubdichtheit aus. Die kostengünstigste Form, die Pellets vom Lager zum Kessel zu befördern, ist die flexible Schnecke. Sie kann Entfernungen bis zu 4 Meter überbrücken und dabei Hindernisse umgehen. Da die Schneckenaustragung die Pellets kontinuierlich in die Anschlusseinheit befördert, kann man auf einen Vorratsbehälter beim Kessel verzichten. Der Einsatz einer Saugturbine bietet dagegen ein Maximum an Planungsfreiheit. Hier muss das Pelletlager nicht unmittelbar an den Heizraum grenzen. Die Pellets können bis zu 20 Meter weit transportiert werden und Höhenunterschiede von bis zu 5 Meter überwinden. Im Gegensatz zur Schneckenzuführung arbeitet das Saugsystem nicht konstant. Der Pelletbehälter wird täglich befüllt, ist aber ausreichend großdimensioniert, um auch während der kalten Jahreszeit die Überbrückung der Nachtzeit ohne Ansaugvorgang zu gewährleisten. Neben den Lager- und Austragungssystemen gibt es zum Vitoligno 300P weiteres vielfältiges Systemzubehör. Vom Pufferspeicher für überschüssige Wärme aus Spitzenzeiten über Abgassysteme bis hin zu Lösungen im Bereich der Fernüberwachung. Viessmann bietet für jede Anforderung die passende Lösung. Und alles aus einer Hand.